Hi Freunde, was geht ab? Ich bin's Christos und heute habe ich was richtig Cooles für euch mit dabei, und zwar dieses Paketchen hier. Nur kurz zum Anfang, wundert euch nicht, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen sehe ich so ein bisschen fertig vielleicht aus, mir geht's echt nicht so gut. Aber ich habe mir gedacht, ich kann euch dieses Paket einfach nicht vorenthalten. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich bei Asus bestellt. Das ist eine Bestellung von 680.000 Euro. So viel ist nicht, aber ich kann euch kurz sagen, das ist schon eine Menge auf jeden Fall. Eine 644 Euro Bestellung. Die werde ich heute einfach mal mit euch auspacken und mal reinschauen und hoffen, dass da ein paar Sachen dabei sind, die ich behalten kann. Ich habe das Ganze bestellt im Zuge der Shopping Week, weil ich bin natürlich ein Sparfuchs und habe mir somit natürlich ein paar Euros gespart. Aber ich werde eh wahrscheinlich nicht alles behalten, weil ich habe ein paar Sachen auch doppelt bestellt und ich habe mega viele Schuhe bestellt und so viele Schuhe brauche ich nicht. Ich wollte einfach so ein paar zur Auswahl haben. Deswegen mal schauen, was das so dabei ist jetzt, was ich letztendlich behalten werde und was nicht. Bam. Also man sieht schon, 380.000 Schuhe sind da mit drin. Alter, richtig krass. Ich hatte glaube noch nie so eine große Bestellung von irgendwas. Ja, wir fangen einfach mal an. Hier mit dem Teil, das ist das erste, was ich habe. Ist so eine Anzughose. Die sind eigentlich richtig nice, weil ich zurzeit irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen eine kleine Veränderung brauche bei mir, deswegen ich ziehe ein bisschen so andere Sachen an, deswegen habe ich mit die mal bestellt. Muss ich gleich mal anschauen, wie die aussieht. Es wird so sein, dass mir die weißen Hosen eh nicht passen werden, weil ich ein bisschen komisch bin. Ja, die sieht auch schon übel klein aus, aber ich probiere es einfach mal an. So, also das ist einmal die Hose. Ich finde, die sieht eigentlich ganz nice aus, auch so gerade mit dem Outfit, aber die ist einfach definitiv zu eng. Die sollte eigentlich viel lockerer sitzen, deswegen leider schade. Sieht also echt nicht schlecht aus, aber ist wie gesagt einfach zu eng. Aber wir machen einfach mal weiter, weil ich habe natürlich ein paar Hosen bestellt. Und da kommt mir dieses Ding hier entgegen. Ist was, auf das freue ich mich richtig, weil das ist halt was komplett anderes. Aber ich mag ja sowas anzuziehen, deswegen könnt ihr auch gerne auf meinem Insta vorbeischauen. Da kommen echt so Fashion-Posts mäßig, bisschen was online. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Die sieht richtig nice aus. Ich kann mir das echt mega gut vorstellen, das anzuziehen und zu kombinieren, das Ganze. Die sieht einmal so aus, aber die sieht auch schon wieder ziemlich klein aus. Ich verstehe gar nicht, warum die Sachen immer so klein ausfallen, obwohl ich schon in L und XL bestelle. Fallen die trotzdem mega klein aus, aber ich probiere einfach das mal an. Also ich muss sagen, bei der Hose, die geht schon fast klar. Die ist echt okay. Die ist halt hinten am Arsch ein bisschen eng, keine Ahnung, ey. Das ist auch eine L und ich trage eigentlich M oder L bei solchen Hosen, deswegen schade. Die ist halt auch ein bisschen kurz, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn ich mir jetzt mal hier solche, wo die Lenden sind natürlich perfekt für so ein Outfit. Da kann man auf jeden Fall gar nichts falsch machen. Nee, Spaß, aber die Hose, finde ich, geht eigentlich echt ganz schön klar. Vor allem jetzt mit dem weißen T-Shirt, stellt euch das mal vor. Ich glaube, dann könnte man das schon machen. Ich weiß, jetzt einige werden sagen, oh, hässlich. Aber ich mag halt genau sowas, sowas ausgefallen ist, was nicht jeder anhat. Keine Ahnung. Ich glaube, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, die Hose kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl, aber ich ziehe mich mal um, weil ich habe hier ein paar Oberteile drin und die kann ich natürlich nicht mit dieser Hose kombinieren. Das wäre dann zu krass. Deswegen switche ich ganz kurz. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach am besten weiter direkt mit ein paar Schuhe, weil das sind 100.000 Paar Schuhe, wie ihr das hier seht. Und zwar habe ich mir endlich mal wieder Vans bestellt. Die brauche ich gar nicht anprobieren, weil die sind zu klein, weil ich habe die letztens noch in dem Store anprobiert. Deswegen sind das hier die richtigen. Ich habe die zweimal bestellt in zwei Größen. Das werden hier die richtigen sein. Die müssten mir eigentlich passen. Und die sehen so aus, die Vans. Sind eigentlich echt ganz nice. Gefallen mir echt mega gut. Ich muss mal ganz kurz die Schnürsenkel reinfädeln, dann kann ich die mal anprobieren. Ich muss sagen, Leute, meine Erkältung macht mir echt zu schaffen. Mir ist so heiß, obwohl es gar nicht so warm ist. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Fieber. Aber die Schuhe sind mega nice. Die Vans gefallen mir echt richtig gut, muss ich sagen. Ich habe vor Jahren mal Vans gehabt und hatte jetzt jahrelang einfach keine mehr, so wie man das auf Insta sieht. Ich habe ja nur Superstars an. Deswegen, da muss echt mal was Neues her. Aber ich muss sagen,
Die gefallen mir echt mega gut. Ich zeig's euch gleich im Outfit. Also, so sehen die angezogen aus. Das sind halt ganz normale Basic Vans, aber ich finde, das geht echt mega klar. Und ich muss sagen, meine Hose, die rutscht die ganze Zeit, weil ich nicht wirklich einen Gürtel dran habe. Ich habe den vergessen. Aber das geht doch übel klar, oder? Oh, sorry, meine Nase läuft. Da kann man gar nichts falsch machen. Und wir machen jetzt mal weiter, weil, wie ihr seht, da kommen noch richtig kranke Sachen. Die Schuhe sind pervers, wenn die echt passen. Ciao, ich dreh durch. Haben wir noch von ASOS mega viele Schuhe. Schaut euch das was an. Reeboks haben wir noch und dann haben wir nur noch zwei Oberteile. Und ja, jetzt machen wir mit dem nächsten Oberteil weiter. Und zwar haben wir da einmal dieses Oberteil, diesen Pulli oder wie nennt man denn das? Keine Ahnung. Und ich muss sagen, das ist Größe L. Ist ein bisschen komisch geschnitten, weil er halt einfach mega ziemlich kurz ist. Schaut euch das mal an. Der geht da übel hoch. Aber sonst gefällt mir der eigentlich ganz gut, vor allem halt auch hier wegen dem Detail. Ich liebe ja diese Dinger hier, diese Reißverschlüsse, das liebe ich ja. Und dann kann man das so machen, so, nein, Spaß. Aber ja, ich weiß nicht, die Farben gefallen mir eigentlich auch echt ganz gut. Der passt ganz okay, ist halt, es ist schon ein L und ich mag das nicht, wenn das so oversized ist. Deswegen bei dem muss ich mir nochmal überlegen, aber so im Gesamtoutfit finde ich eigentlich, sieht es ganz fresh aus, wenn ihr das mal so anschaut. Ja, okay, der ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl, aber da muss ich mir noch ein paar Meinungen einholen. Wie ist es bei euch? Seid ihr auch immer so, dass ihr euch da ein paar Meinungen einholen müsst? Also ich frage immer meine Mutter, meine Schwester 2000 Mal wirklich, die sind schon von mir genervt. Aber das muss einfach sein, weil ich bin mir nie sicher bei so Sachen. Ja, bei dem jetzt auch nicht, aber wir machen mit dem nächsten Teil weiter. Auf das freue ich mich schon. Das ist ein Hemd, das habt ihr vielleicht schon gesehen da eben. Richtig geiles Teil. Einmal ein Leo-Print. Gut, es wird wieder heiß. Ah, wie schwul, wie eklig, aber ich glaube, das ist richtig nice. Muss ich mal anprobieren. Tada, da sind wir auch schon. Ich muss sagen, das sieht richtig dope aus, wirklich, Freunde. Das gefällt mir richtig gut, dieses Hemd. Einmal, weil es einfach echt so locker ist. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt zu krass mit der Kette draußen, aber in letzter Zeit mag ich es einfach, meine Kette draußen zu tragen. Und ich kann halt auch wirklich dieses Hemd so ein bisschen hoch, beziehungsweise in die Hose rein. Dann sieht es auch echt mega fresh aus. Ja, gefällt mir echt ganz gut, muss ich sagen. Vor allem auch, dann kann ich die Arme wieder hochkrempeln. Ja, das geht easy, klar. Also das ist absolut gar kein Problem. Das geht auf jeden Fall klar, Freunde. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denn von den Sachen am besten findet oder wie ihr das kombinieren würdet vielleicht auch. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal mit den nächsten Schuhen weiter, weil die warten schon. Ich bin ganz heiß auf diese Adidas, aber die machen wir relativ am Schluss. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit den Reeboks weiter. Das Hemd sieht natürlich trotzdem aus, weil man weiß nie, was passiert. Und ich finde es halt echt nicht cool, wenn man die Sachen so anzieht die ganze Zeit, wenn man es noch nicht behalten hat, definitiv. So, dann haben wir einmal die Reebok Classics. Alter, nice. Ich brauchte mal so neue Schuhe, weil wie gesagt, ich trage nur Superstars. Ich habe, glaube ich, 5, 6 Superstar-Paars oder Superstar-Paare. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bräuchte mal andere Schuhe. Und die Reebok, die sehen halt auch richtig heftig aus. Die waren sogar im Sale, also ja, kann man da echt absolut gar nichts falsch machen. Ich probiere die auf jeden Fall auch gleich erstmal an. Freunde, bam, bam. Da sind sie, die guten Stücke. Ich muss sagen, im Gesamtoutfit mega nice. Sieht echt gut aus, all black everything. Aber irgendwie gefallen die mir nicht so ganz an meinem Fuß. Also ich finde, so sehen die echt richtig heftig aus. Aber irgendwie so zu mir, an meinem Fuß, passt es nicht so ganz. Sieht nicht so nice aus. Keine Ahnung, was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich kann auch noch mal kurz eine Spiegelansicht bringen. Da sieht man es immer noch ein bisschen besser, wenn das geht. Sieht so aus, das Ganze. Ja, keine Ahnung, ob man das erkennt. Ihr wisst schon, was gemeint ist und wie das aussieht. Schreibt es mir in die Kommentare, was sagt ihr zu den Reebok Classics. Dann würde ich sagen, machen wir einmal weiter mit den ASOS Schuhen, die direkt von ASOS kommen. Und zwar, das sind so ein bisschen Balenciaga-mäßig. Ich glaube, boah. Tschüss. Die können ganz nice sein, aber ich muss sagen, die gefallen mir jetzt echt gar nicht. Die sind ein bisschen zu krass, muss ich ehrlich sagen. Ich probiere die natürlich trotzdem mal an, aber ich glaube, die sind ein bisschen zu hoch und die sind mir einfach... Ich rieche nichts, schade. Ich glaube, aus echtem Leder, die fühlen sich auf jeden Fall so an. Ist echt krass, wie fest die sind. Ja, probieren wir trotzdem auf jeden Fall mal an. Die ASOS Balenciaga Fakes. Ja, I will try. Freunde, ich muss sagen, ich bin echt überrascht von den Dinger. Die passen endgut, sind sau bequem.
und sehen halt am Fuß, finde ich, jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Sind echt schön breit, schön klobig. Und auch wieder so ein Gesamtoutfit, all black everything. Ich hoffe, das erkennt man. Das sieht echt nice aus. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, auch von oben. Ich finde es immer wichtig, dass Schuhe von oben irgendwie gut aussehen. Also wenn ich sie selber anschaue von oben, muss es mir gefallen einfach. Und bei denen Schuhen habe ich echt auf jeden Fall einen Gefallen. Ja, also gefällt mir echt gut. Wirklich. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe noch ein paar andere bestellt, in anderen Farben, glaube ich, in weiß auch noch. Müssen wir auch noch gleich mal anschauen. Aber die sind auf jeden Fall auch schon mal in der engeren Runde von den Sachen, die ich behalte. Ich mache immer so, macht ihr das auch? Ich mache immer so Stapel, so safe behalten, nicht safe behalten, so ist man sich noch nicht sicher und das andere so safe raus. So mache ich es immer, wenn ich was online bestelle. Deswegen, die sind auf jeden Fall bei so nicht safe. Vans safe, dieses eine Hemd safe und ja, ihr wisst schon Bescheid, wie ich es meine. Aber ich würde auch mal sagen, ich hole mal ganz kurz ein bisschen Hilfe von meiner Schwester, die soll mich mal beraten. Machen wir mal weiter, Freunde. Ich habe schon den nächsten Schuh ausgepackt und zwar ist einmal der hier. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Balenciaga, oder? Schon ein bisschen. Gibt es auch solche. Aber ist ein Chelsea Boot und der hat aber so Flecken drauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Der hat hier so vereinzelt so Flecken drauf. Meine Schwester hat gerade schon gesagt, sieht aus wie Schimmel. Hat sie recht, tatsächlich. Dann muss ich mal anprobieren. Also der sieht vollkommen eklig aus. Ich habe so ein bisschen einen breiteren Fuß und deswegen, man sieht den Schuh gar nicht, der ist viel zu eng, sieht nicht gut aus. Kann man gleich mal ausziehen, kann man gleich mal lassen. Aber wir machen weiter mit dem Highlight. Eigentlich auch ein ganz normaler Schuh. Und zwar dieser schwarze in weiß. Sieht aber auch heftig aus, oder? Gefällt dir oder nicht? Ich finde das immer, wenn da keine Marke, gell? Dann sehen die so ein bisschen Bershka, Billo Deichmann, ja. Genau. Ich finde, aber der sieht auch cool aus. Der sieht echt scharf aus. Muss man anprobieren. Junge, heftig. Wie sieht's aus? Ich muss ehrlich sagen, jetzt auf den ersten Blick gefallen die mir auch besser als der schwarze. Ich habe die jetzt auch nicht zugemacht, aber das geht schon. Und so im Gesamtoutfit sieht's halt auch echt gut aus. Gefallen mir echt fast auch besser als die schwarzen. Zieh mal einen weißen und einen schwarzen. Freunde, jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier den Meister vom Online-Shopping. Jetzt muss ich hier was anziehen? Einen schwarzen. Okay, das wäre jetzt so. Muss ich sagen, gefällt mir weiß besser. Mir auch, aber trotzdem, das andere sieht auch gut aus. Das Ding ist halt, das echt anprobieren, so mit anderen Hosen auch, weil ich habe jetzt halt so eine weite, wie nennt man die? eine Dadfit-Hose so in der Art. Ich habe ja voll auf Skinny-Hosen an. Muss ich halt echt auch mal damit probieren und halt auch mal ohne Socken, beziehungsweise mit so kurzen Socken und bunten Socken. Aber ich glaube, weiß sieht halt fresher aus. Jetzt haben wir aber halt die Thematik, dass wir ja noch dieses Prachtexemplar haben. Und deswegen, da entscheidet sich dann, welche Farbe genommen wird wahrscheinlich oder ob überhaupt gar keine genommen wird. Holy crap! Schaut euch das mal an. Bam! Ganz übles Ding. Ganz übles Ding. Ich muss aber sagen, erster Eindruck, ich finde die mega klein. Ich habe gedacht, die sind auch so ein bisschen fetter in der Art, aber die sind schön, ja, relativ flach, sagen wir mal. Aber die sehen halt echt, die sehen halt echt schnieke aus. Also das schiebe ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie die aussehen. Vor allem mit dem Beige hier und so, das gefällt mir echt gut. Mit dem so Kunstleder oder was das ist, kein Plan. Ich probiere jetzt auf jeden Fall die mal an. Sieht besser aus, haben wir gesagt, oder wie? Ja. Also ihr habt es doch gar nicht gesehen, Freunde, aber ciao. Die sehen echt, die sehen halt um einiges besser aus, die Schuhe. Man merkt halt Adidas, ich bin Adidas-Fan. Das ist das erste. Und das zweite, die sehen halt einfach viel hochwertiger aus, wenn man sich das mal anschaut. Sieht, ups, schade, Anfänger. Ich habe schon lange kein Ding mehr gemacht, so Fashion-Video. Sehen die viel besser aus, viel hochwertiger. Gefallen mir echt viel mehr, auch mit dem Outfit. Mit der Loose-Fit-Hose. Ja, sieht schon besser aus. Muss ich sagen, habe ich mich entschieden schon, also diesen Safe dann genommen einmal. Ja, schaut euch das an, das ist ja klipp und klar, Freunde, das sieht einfach viel besser aus. Auch von oben, wie ich gesagt habe, ich finde es wichtig, dass die von oben gut aussehen.
meiner Meinung nach tun sie das. Sehen echt mega fresh aus. Ja. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier mal mega das Schlachtfett gelassen in dem Zimmer von meiner Schwester mal wieder. Grüße gehen nochmal raus an dich, Vanni. Dankeschön dafür. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich. Ich hoffe natürlich, Freunde, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen ist, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben einmal da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr am besten fandet, was euch am besten gefallen hat, was ich an eurer Stelle oder was ihr an meiner Stelle, sagen wir so. Also ich kann es euch mal so grob sagen, was ich jetzt behalten werde. Es ist einmal safe, dieses Leo-Hemd, dann diese Adidas hier. Das sind übrigens für alle, die es interessiert, Adidas Young 1. Die werde ich auf jeden Fall safe behalten. Dann die Vans werde ich noch behalten. Die drei Sachen sind schon mal safe. Und vielleicht noch die Reeboks, weil die haben mir halt mega gut gefallen. Aber da schauen wir, was sich da noch entwickelt. Und die Hose muss ich halt noch mal anziehen, so mit ein bisschen Juryurteil. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Hose fandet. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Folgt mir, wie gesagt, auf Instagram für tägliche nice Fashion-Posts. Also ich muss sagen, mein Insta-Game habe ich schon so ein bisschen abgesteppt. Kommen echt ganz coole Bilder meiner Meinung nach. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei, falls ihr Bock habt. Wir haben jetzt ja gerade den Halloween-Monat. Das heißt, es kommen Halloween-Videos auch wieder von mir online. Deswegen abonniert auf jeden Fall auch diesen Kanal, falls ihr noch nichts mehr von mir verpassen wollt. Auch wenn nicht so viel kommt in letzter Zeit. Aber ich hoffe, ich bin zu krank. Aber ich hoffe, ich schaffe es in nächster Zeit einfach ein bisschen mehr zu bringen. Vor allem auch Travel-Videos. Ich bin bald in Barcelona und keine Ahnung, wo ich überall bin. Deswegen von dem her abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein und bis dann. Guck mal, wie ich aussehe, Alter. Mein Gesicht todeskrank. Dann hier, was weiß ich, Alter. Ich mir schon so warm irgendwie. Ich leg mich jetzt hin und bis dann. Ciao.